Friede sei mit dir und mit den Seelen, die sich dir geopfert haben. Ich richte dir Gottes Friedensgrüße von mir aus, die dich erreichen sollen, solange ich lebe und solange die Erde sich dreht. Möge Allah dies nicht zu meinem letzten Treueeid während meines Besuches an dich machen. Der Friede Gottes sei mit Hussein. Des Glaubens. Dies sind die Liebenden Husseins, Friede sei mit ihm. Sie brechen auf, um ihren Treueeid an ihren Imam Hussein, den Märtyrer, dem Fremden, dem Durstigen, mit folgendem Ruf zu erneuern. Nie, wir schwören bei Allah, werden wir, oh Zahra, Hussein vergessen. Ja, dies hört die ganze Welt. Und ihr Gefährten Husseins, dies ist Karbala, die der Klagma, das Ehren Hussein und Gefährten gebührt. Und dass der Tod und das Aufsterben hier sieht und jedem, der zu ihm gehörte, gebührt. Und dies sind die Stimmen der Liebenden, die auf dem Weg des Märtyrers sind und nach dem Imam ihrer Zeit rufen. Hussein liegt zwar alleine, ohne einen Unterstützer, doch er spricht über Jahrhunderte hinweg noch zu uns. Dies sind die Worte Husseins, die zu uns sprechen und uns den heiligen Ruf näher bringen. Zähle uns zu deinen Bediensteten, oh Hussein! Zähle uns zu deinen Bediensteten, oh Hussein! Zähle uns zu deinen Bediensteten, oh Hussein! Dieser Ruf gibt bis heute den Weg des Stolzes und der Glorie, die in Karbala zusammen mit dem Heldenmut und der Aufopferung zu finden waren. Dies ist die Botschaft des gesandten Gottes auf den Straßen von Karbala. Sie bestätigt, dass die Grundsätze der Wiedergutmachung Husseins, mit denen der Fürst der Märtyrer in Karbala in dieser Wüste an die Menschen appellierte, dieselben waren, die aus dem Mund des gesandten Gottes kamen, als er seine neue Religion verbreitete. Ausgehend von der Botschaft des Propheten hat sich Imam Hussein, Friede sei mit ihm, erhoben, um allen Generationen zu zeigen, dass der Weg der Wiedergutmachung derselbe ist, der mit Dornen versehen ist. Und diese Dornen verlangen es, dass das Blut der Heiligen vergossen wird. Dies wiederholt sich im Laufe der Geschichte. O ihr Lieblinge Husseins, o ihr, die ihr Hussein liebt, o ihr, die ihr eure Seelen an Allah, den Gepriesenen und Allmächtigen, gewidmet habt und nun gekommen seid, um der Welt zu sagen, dass der zerschüttelte Körper, der auf dem Sand von Karbala lag, zu dem Gespräch der Geschichte und zu dem Sinnbild für Heldenhaftes geworden ist. Ja, ihr Unterstützer des Glaubens und der Aufopferung, das ist eure Stimme, die in der Welt heilt, durch die Bildschirme, um zu bestätigen, dass man den unterdrückten Imam in jeder Zeit unterstützen kann. Es ist der Ruf, der unseren Herrn und Gebieter, den Sohn von Imam Hassan, möge Allah seine Rückkehr beschleunigen, hervorbringt, damit er die Unterdrücker zur Rechenschaft zieht und den Unterdrückten auf der ganzen Welt ihre Rechte zurückbringt. So bleibt Hussein eine leuchtende Kerze in der Geschichte und so bleibt sein reines Blut der Wegweiser für all diejenigen, die den Weg des Märtyrertods gehen. Zähle uns zu deinen Bediensteten, oh Hussein! Zähle uns zu deinen Bediensteten, oh Hussein! Zähle uns zu deinen Bediensteten, oh Hussein! Labbayka ya Hussein! Labbayka ya Hussein! Labbayka ya Hussein! Imam Hussein,
Friede sei mit ihm, brach im Jahre 61 nach der Hitler aufgrund der gesamten Menschheit aus. Seine Absicht war es, den Werten der Menschlichkeit in jeder Gesellschaft eine neue Bedeutung zu verleihen. Aus diesem Grund sehen wir, dass diese Menschenmenge heute von einem Hussein der Menschlichkeit spricht und nicht von einem Hussein der Schiiten. Ja, wir Hussein. Das reine Blut Husseins, Friede sei mit ihm, wurde auf dem Sand von Karbala vergossen und grub tiefe Graben und einen großen Friedhof, der mit Stolz, Würde und Reinheit gefüllt wurde. So habt ihr dies verinnerlicht. Und was ist dies für ein Bild, welches wir nun vor uns sehen und mit uns die gesamte Welt? Es ist ein lebendiges Bild, ein wahres, welches die Güte zeigt, die sich in Karbala abspielt. Die Aufopferung war in Karbala so groß, dass sie Früchte trug und bis heute zu spüren ist. Sie gibt uns Kraft und Standhaftigkeit, dessen Zeugen wir nun sein. Dies ist die Stimme der Gefährten, die sich gegen jeden Tyrannen auf dieser Welt, der wie er sieht, ist, erhebt. Die Menschen verkünden ihre Treue zu jeder Bewegung, die der des Hussein ähnelt. Die nach Freiheit in jeder Hinsicht streben, schlagen den Weg ein, den heute diese Menschenmengen in Karbala beschreiten. Heute sind Trauernde aus aller Welt zu ihrem Imam gekommen, ihre Herzen in ihren Händen tragen und verkünden die Treue an den Vater von Abdullah. Friede sei mit ihm. Sie tragen die Botschaft Husseins in ihren Herzen und erneuern mit ihren Rufen die Hingabe, die sich in dieser Wüste Karbalas ereignet hat. Trotz der hartnäckigen ihrer Feinde haben sie es geschafft, heute in Karbala zu sein. So sehen wir, dass sich die Tragödie Karbalas wiederholt. Und solange die Stimmen an Hussein in den Himmel von Karbala erklären, so lange werden die heiligen Grundsätze Husseins aufrechterhalten. Die Menschenmengen, die für Hussein heute hier sind, rufen nach Unterstützung und Glauben. Und sie weinen um den Märtyrer, dem Unterdrückten, der sein Blut opferte, um diese Unterstützung zu erlangen und um den Glauben aufrechtzuerhalten. Für diese Aufopferung wurden ihm Ehre, Würde und Stolz zuteil. Ihr seht, wie die Menschen zum heiligen Stein gelangen, um den Vater der Freiheitsliebenden, Hussein, dem Sohn Ali, zu erreichen und von ihm die Grundsätze der Menschlichkeit zu lernen. Ihre Füße graben sich in die Erde Karbalas ein und zeichnen den Beweis für ihre Zugehörigkeit, dessen Zugehörigkeit auch die der Propheten ist, lange bevor unser Erdenkrieg passiert das Licht der Welt erlebt hat. Karbala. Karbala ist ein Symbol für alle Freiheitsliebenden und alle Revolutionäre. Denn die Menschen, die sich nun hier befinden, verkünden mit ihrer Anwesenheit, dass sie sich gegen jedes Unrecht erheben, welches ihnen von den Feinden der Religion in den Weg gelegt wird. Ja, dies ist Hussein, der Sohn Ali, der seine Pilger und seine Gefährten willkommen heißt. Und dies sind die Pilger des Vaters von Abdullah, Hussein. Und dies sind seine Gefährten. Sie spüren den Schmerz und das Leid der Tragödie des Gefallenen in Karbala. Zähle uns zu deinen Bediensteten, o Märtyrer. Zähle uns zu deinen Bediensteten, o Unterdrückter. Zähle uns zu deinen Bediensteten, o Hussein. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Labbaik ya Hussein.